Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, aber heute nicht zu Age of Empires 3, sondern zu einem kleinen Spezialpart, nämlich heute rede ich mit dem FloTV, der auch dabei ist, Hallöchen. über Age of Empires 4, was ja auf der Gamescom von Microsoft announced wurde. Ja, wir wollen halt einfach darüber reden, was wir uns darunter so vorstellen oder was wir uns auch erhoffen und auch vielleicht, ob wir schon etwas darüber wissen oder ja. Was wir uns vorstellen, auch wie viel es kosten wird, was auch vielleicht eine gute Frage ist. Genau. Also ja, wir haben nichts vorbereitet, ja, eigentlich. Also wir haben nur so. Reden einfach drauf los. Ja, genau. Also, was hoffst denn du so? Welche Epoche wird's? Also, ich denke ja ganz stark, dass Age of Empires 4 jetzt nach der Zeit von 1890 stattfinden wird. Also, so ja, frühestes 20. Jahrhundert, so erster, zweiter Weltkrieg. Aber Maximum bis 21. Jahrhundert oder so, denke ich. Ja. Was ich halt nicht hoffe, ist, dass es in Future-Style ist, aber hat ja auch ja, Gott, der Entwickler von dem Spiel gesagt, dass das eh nicht so sein wird, weil noch genug ja. in der menschlichen Geschichte vorhanden ist, was als Spielpotenzial ausgenutzt werden kann. Ja, ich finde es auch nicht so gut. Also jetzt mal, ohne hier irgendwie falsche Hoffnung zu schöpfen, aber ich hoffe natürlich, dass es dann nach Age of Empires 4 vielleicht noch weitergeht. Und wenn du jetzt zum Beispiel schon mit Zukunft anfängst, wird es halt ziemlich schwer, dann wieder zurückzukommen, weil das dann so ein bisschen aus dem Konzept gerät und so. Ja. Und ich finde, Age of Empires ist einfach so eine, ja, so ein bisschen so Vergangenheit, ne? Ja, ich finde eben auch schon wegen dem Namen, also Zeitalter der Imperien, so ja, passt genau. nicht zur Zukunft, finde ich. Irgendwie nicht Also, so, nee. und manche haben ja schon so gesagt, ja, kommt jetzt Age of Empires 4, Erster und Zweiter Weltkrieg, so in dem Bereich. Und dann kommt vielleicht ein fünfter Teil, der dann Zukunft wird. Aber muss ich ehrlich sein, denke ich gar nicht mal so stark, dass dann ein fünfter Teil vielleicht sogar in der Zukunft handeln wird. Falls es einen Ja, überhaupt genau. geben wird, das muss man ja auch noch mit beachten. Und zwischen AOE 3 und AOE 4 ist ja auch, also jetzt mal, zum Beispiel, wenn jetzt Age of Empires 4 jetzt die moderne wäre, ja, dann wäre das ja eine ziemlich große Zeitspanne dazwischen. Also ich weiß nicht, ob die das auslassen würden, wobei, ach so, gut, das haben sie nee, bei den eigentlich anderen eine auch. Große wäre das gar nicht. Ja, genau, wenn du es jetzt vergleichst mit den anderen, wäre es natürlich keine große, aber ich denke jetzt mal halt, wenn du jetzt das ganze Mittelalter unter einen Hut packen würdest, ja. Also wie es in Age of Empires Das wären 2 jetzt, war jetzt, oder? ja, genau, das sind ja eigentlich 1000 Jahre. Ja. Und jetzt mal AOE 3, ich glaube, das sind nur 400, 500, sowas. Ja, so im Dreh. Ich glaube, war von 400, würde ich 1400, sagen. von 1400 bis 1890 war, glaube ich, sogar stand da als Beschreibung. Ja. Deswegen denke ich halt auch, dass es nach 1890 sein wird, weil dann das Kapitel von Age of Empires 3 ja zu Ende war. Ja. Und ich glaube auch kaum, dass sich das irgendwie überlappen wird mit dem Spiel, weil ja auch in diesem Announce-Trailer war, ganz am Ende konnte man hören, dass halt der Kommentator, wie gesagt, ja eine neue Epoche oder eine neue Zeit wird antreten. Deswegen denke ich, dass Genau. das gar nicht so in der Zeit sein wird von Age of Empires 3 mehr. Was halt Ja. danach. Wenn du auch überlegst, also jetzt mal von den von Steinzeit und so, ja, je mehr das ja eigentlich an die Gegenwart ranrückt, ja, desto voller wird ja eigentlich auch die Geschichte, muss man sagen. Ja. Also, wenn du mal überlegst, dass jetzt auch auf Age of Empires bezogen, da geht es ja auch vor allem so um die Waffen und so Zeug. Und das wurde ja in der Antike und so, ist es ja eigentlich immer Schwert und Bogen und so. Also es kam natürlich Artillerie mit Katapulten und so dazu, aber wenn man jetzt so überlegt, dann ist es halt, je näher an der Gegenwart, desto spezieller wird es ja und desto mehr kommt auch, schneller kommen auch die neuen Waffen dazu und so Zeug. Deswegen kann man dann natürlich auch dann ein bisschen vielfältiger sein. Obwohl ich auch sagen muss, ich bin wirklich gespannt, wie die das umsetzen, weil wenn du jetzt wirklich Panzer in das Spiel einbringst, was ja dann in der Zeit ist, wie sie die jetzt Ja. machen, ob die halt ziemlich stark sind, ob sie viel kosten oder auch an sich im Vor allem, was Ganzen ich von der mich frage, Spielmechanik. ob man dann irgendwie Luftwaffe oder so reinbringt, Oder weißt du, das, weil ja. So das wäre ja dann Flugzeuge, nochmal was ganz Neues Luftschiffe. dann. Ja, Aber, genau, sowas ganz Neues, also. also deswegen, das ist schwierig, aber eigentlich ist es schon fast hundertprozentig, dass in der Zeit laufen wird, weil das wird jetzt nicht mehr von Ensemble Studios, hieß das, glaube ich, wo es hergestellt wurde, sondern jetzt von Relic Entertainment. Welche man bei mir in den Bildern nochmal hier unten da das Logo von denen sehen kann. Und die sind ja dafür bekannt für Company of Heroes auch, zu der Serie. Und ich, boah, was war noch ein anderes, irgendein anderes Spiel, was auch in der Zeit so war, Erster, Zweiter Weltkrieg. Deswegen denke ich mal, dass die dafür auch wieder verantwortlich sind, in dem Zeitalter das zu produzieren. Ja.
Ja gut, da müssen sie auch auf jeden Fall aufpassen, dass es kein Flop wird, ne? Das Nee. ist Und was auch, finde ich, wichtig ist, dass das sich nicht so sehr mit Company of Heroes oder so überlappt, dass das Ähnlichkeiten hat, große. genau. Und ja, ist jetzt nur die Frage, was denkst du denn, wann es so rauskommen wird, vielleicht? Weil es gibt Oh, ja noch also ich gar keine hoffe ja noch auf Daten. dieses Jahr, ne? Also dieses Jahr glaube ich kaum. Also ich habe mal so ein Interview mit dem Entwickler, glaube ich, oder so einem Vorsitzenden geredet und der hat gesagt, dass sie auf alle Fälle schon in Arbeit sind. Aber dass es dann wahrscheinlich, also dieses und vielleicht sogar nächstes Jahr gar nichts erst wird. Also dass es erst Ja, Anfang okay, das ist 2019 natürlich, ja. rauskommt. Was halt Ja, schon ziemlich lang 2019 wäre ist. vielleicht sogar dann Worst Case eigentlich, ne? Ja. Aber das Gute ist, sie haben gesagt, dass sie schon in Arbeit fleißig sind. Ja. Ja, und Preisvorstellung, denke ich mal, wird sich ziemlich mit den anderen ähneln. Also so um die 20 Euro. Vielleicht so auch Ja, wahrscheinlich bei der 25 bis 30. Neuerscheinung auch ein bisschen mehr, Ja. wahrscheinlich, aber dann wahrscheinlich auch runter, denke ich, oder? Also. Ja, kann sein. Also ich glaube, das würde wieder so sein, weil die wollen jetzt auch die ganzen Age of Empires 1, 2 und 3, die Definitive Editions, also die Überarbeitung, wollen die gar nicht für Steam rausbringen, sondern nur für den Microsoft Store. Also denke ich, werden die ganzen Spiele auch nicht für Steam erhältlich sein. Okay. Um einfach ihren eigenen Shop zu stärken, weil es Ja, wird da ja kennst du für die dich auf jeden Fall wichtiger. besser aus als ich. Naja, nicht unbedingt, aber das war halt so zumindest Quellen, die ich so gelesen habe, erfahren. Ja. Also auf alle Fälle finde ich, bin ich zu gehypt, auch wenn man jetzt noch nicht viel weiß, aber es ist halt einfach, man wartet schon seit über 10 Jahren auf einen neuen Teil. Und denke mal, Ja, man hat auch als. so gedacht, da kommt nichts mehr, ne? Ja, Und jetzt man so hat volle schon Überraschung. irgendwie so Verzweiflung, so ja, kommt wahrscheinlich eh nichts mehr, muss man noch so lange gucken. Vielleicht, wenn irgendwann die Online-Server von Age of Empires 3 abgeschaltet, habe ich so gedacht. Das wäre dann halt richtig beschissen gewesen, aber dass jetzt ein neuer rauskommt, das ist dann wirklich nochmal Freude. Und auch halt jetzt zu hören nochmal, dass es dann auch Überarbeitung von den alten Teilen wieder gibt, das fand ich halt ist auch ziemlich cool. Ja, stimmt, das sind so, sind es dann Grafiküberarbeitungen? Ja, gell? Ja, es sind Grafik- und Gameplay-Überarbeitung, glaube ich. Und Gameplay, also auch irgendwie Na, ich glaube, jetzt kommen keine neue richtigen neuen Optionen. Nationen dazu, aber ich glaube, dass eine Kampagne überarbeitet wird und auch von der Größe her. Also bei Age of Okay. Empires 1 ist es zumindest so, dass sie erzählt haben, oder auch in dem Trailer, was man sehen kann, dass dort höhere Grafikauflösungen, größere Einheiten, eine, glaube ich, neue oder bessere Kampagne, einen besseren Mehrspielmodus oder überhaupt ein. Ich glaube, in dem ersten gab es ja gar keinen vor 20 Jahren. Und das denke Apropos ich mal, Grafik, ja. also weiß, gibt es da schon irgendwie, Ach weiß man da so. schon, wie das aussehen wird? Weil wenn du jetzt Erster und Zweiter schaust, das ist ja eher so Pixelgrafik. Ja. Und Dritter ist ja dann eher so, versucht irgendwie das 3D-Bild dann schon echter auswirken zu lassen. Ja, obwohl man sagen muss, dass der dritte Teil für die Zeit, finde ich, schon eine gute Grafik hatte. Ja, finde ich auch. Also ich mag das auch irgendwie. Also ich Ja, mochte ja. auch die vom Ersten und die vom Dritten finde ich aber auch ganz gut. Naja, man muss es halt so sehen. Age of Empires ist ja mehr oder weniger immer noch so ein älteres Spiel. Weil der letzte Teil ist ja schon 10 Jahre hinterher, also der neue von der Serie. Ja. Deswegen denke ich mal, dass die Grafik jetzt nicht mega high-end sein wird, wie bei zum Beispiel Battlefield, Call of Duty oder so. Ja, genau, das fände ich aber auch gut, also wenn das dann nicht Man muss aber so auch, ja, man muss aber auch sagen, dass das halt was komplett anderes ist. Ich glaube, es ist nicht mal möglich, so die Grafik von den Spielen, zum Beispiel auf das Niveau von den Battlefield oder Call of Duty zu bringen, einfach wegen der Einheitenmasse. Ich denke mal, dann brauchst du halt wirklich einen High-End-PC und das hat halt wirklich nicht jeder, beziehungsweise der wenigste Teil. Und ich denke mal, die wollen das auch so halt damit belassen, dass Age of Empires noch für jeden zugänglich ist, für jeden Hobby-Gamer, der jetzt nicht unbedingt einen krassen Mega-PC hat. Weil ich finde, das hat Age of Empires auch immer ausgemacht, so ein bisschen die verpixeltere Grafik und das ältere Feeling. Ja, das finde ich bei solchen Strategiespielen aber auch immer ganz nett. Also Ja, muss ich ne. ehrlich sagen. Das passt. Ja, hast du noch sonst was hinzuzufügen oder Ideen? Nee, also ich denke, wir schwatzen aber auch schon seit über 10 Minuten, glaube ich, oder? Kann sein. Oder ja. Naja, Okay. gut. Also als Fazit, denke ich, kann man sagen, dass jeder, der das Spiel schon mal gespielt hat oder andere Teile schon darauf gehypt ist. Und wir hoffen einfach nur, dass wir nicht enttäuscht werden nach der langen Wartezeit auch. Ja. Denke ich mal, fast alles gut in Worte. Naja, Genau. super. Dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne auch mal, falls ihr noch dran seid, eure Meinung
über Age of Empires 4 oder was Ja, ihr denkt genau, schreibt auch. mal eure Meinung in die Kommentare. Genau, in die Kommentare schreiben. Und ja, wir halten euch vielleicht auch auf dem Laufenden, so kleine Age of Empires 4 News, falls wir Neues wissen oder so. Denke mal, das ist ganz cool, so als Community, als deutsche Community zusammenzuarbeiten auch und Informationen zu liefern. Ja, Genau. super. Dann bedanke ich mich nochmals fürs Zuschauen, auch bei Flo, der nochmal dabei war und ein bisschen zum Plauschen. Gerne, gerne. Und dann sehen wir uns bei einem neuen Video Age of Empires 3 The Asian Dynasties. Ciao. Tschüss.